Heute vor 184 Jahren, also am 25. Februar 1837, erhält Thomas Davenport das Patent auf sein Improvement for Propelling Machinery by Magnetism and Electromagnetism, also auf die Erfindung des Elektromotors. Aufgrund der damals höheren ökonomischen Effizienz der Dampfmaschine kam sein Motor jedoch nie zur Anwendung. Man wagt sich außerdem kaum auszumalen, wo wir heute technologisch wären, wenn die Dinge damals einen anderen Lauf genommen hätten. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer magnetischen Folge Lehrersprechtag mit dem unfassbar anziehenden Martin Pieler. Und dem wortgewandten Alexander Batzke. Ja, das Wortspielgewandten Alexander Batzke. Ja. Hallo, ja, wo wären wir dann? Steampunk, oder? Was? Wo wären wir dann, wenn dann wären wir voll das cool weiter Steampunk, ignoriert ja. hätten, diese Erfindung? Steampunk. Ja. Hätten wir jetzt alle einen Zylinder auf und so eine Fliegerbrille. Ja, genau. Und dann würde was, alles oder? Auch mit irgendwie saubererer Energie laufen und so. Und wir hätten vielleicht auch ganz interessant angetriebene Raumschiffe vielleicht auch. Ach so, okay, nee, ich hab's jetzt genau in die andere Richtung. Du hast jetzt also gedacht, wenn man damals schon auf diesen Motor gebaut hätte, meinst du, dann wäre die Welt eine andere? Mhm. Ich dachte jetzt, wenn man diese Erfindung bis heute noch ignoriert hätte. Ach so, also auch wir immer noch im Dampfmaschinenmodus werden, schön Steampunk halt. Ja, ja, da gibt's doch auch irgendwie so tolle Alternate History Romane, was wäre, wenn das Öl entdeckt worden wäre und so und man immer noch weiterhin auf Kohle alles bauen würde oder wenn nie Elektrizität entsprechend entdeckt worden wäre, ne? Das ist ja auch alles ganz spannend, ja. Immer schöne Gedankenspiele. Und wie viel Präsenzunterricht hast du? Null. Null. Zero. In der Schule. Ja, ich bin zwar in der Schule, aber ich habe tatsächlich keinen Präsenzunterricht bis jetzt. Ich habe ja so unglaublich viele Abschlussklassen und das ist etwas, was, die sind ja eigentlich normalerweise, sollten die ja jetzt laut Nachrichten und laut Ministerium, sollten die ja jetzt wieder zum Präsenzunterricht kommen. Aber es hat sich ja herausgestellt, dass unser, Online-Unterricht wohl so gut läuft, dass weiterhin sich entschieden wurde, dass das weiter im Online-Unterricht ablaufen soll. Ja, ist bei mir ähnlich. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Also, ich glaube, ich weiß es. Weißt du, wer da nicht gefragt wurde, glaube ich? Die Schülerinnen und Schüler? Genau. Da haben sich wieder Leute getroffen in so einem Elfenbeinturm und haben so, ne, läuft, ne? Ja, läuft, ja, ne, läuft. Können zu Hause bleiben. Da hat jeder einmal läuft gesagt und dann war gut. Ja, genau. Ja, ne, ich habe Freitag, also morgen. Morgen habe ich Präsenzunterricht. 90 Minuten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Krass. Dann kommst du extra hier hin für 90 Minuten. Das Beste an dem Präsenzunterricht, die Stunde hatte ich mehr oder weniger schon geplant, aber halt in der digitalen Version. Und das ist eine Klasse, die halt nicht irgendwie iPad-Klasse oder so. Das heißt, die haben jetzt wieder gar nicht die Möglichkeit. Kann ich die Stunde schon wieder direkt einschreddern, weil ich da wieder erstmal den OAP aufbauen muss. Ja, total witzig. Heute komme ich in den Klassenraum, wo ich dann heute hier Online-Unterricht gemacht habe. Und dann steht da wirklich so ein uralter OHP da einfach auf dem Tisch. Das habe ich dann direkt genutzt für eine kleine Story. Ja, weil da hat das Land mal wieder investiert in die neuen Medien. Ja. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich muss mal gucken, wie ich das Freitag mache. Ja. Aber es gibt jetzt auch KollegInnen, die sich jetzt darüber aufregen, dass sie jetzt wieder zurück zur Schule kommen müssen, weil sie ja jetzt tatsächlich wieder hier hinkommen müssen. Wie kann das denn wohl sein und was soll denn das und so? Naja, aber andererseits, das ist halt unser Job, ne? Ja, aber also ich meine, man muss natürlich schon sagen, dieses Halbgehangene ist natürlich schon irgendwie problematisch ist falsch, aber sagen wir mal ungünstig, ne? Weil du jetzt dann zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie an dem Tag eben eine Stunde Präsenzunterricht hast und vier Stunden digital, musst du ja trotzdem den ganzen Tag dann in der Schule mehr oder weniger rumhängen, weil du das ja sonst dann, wenn du das synchron machen willst, ja gar nicht geregelt kriegst und so, ne? Ja. Also, und eigentlich müsste dann hier anders. Die Ausstattung auch ein bisschen auch darauf abgestimmter sein. Ja, ne? das Problem sehe ich nämlich auch, weil wenn das jetzt zunimmt, dass dann da mehr, also unter der Prämisse, dass jetzt dann auch tendenziell mehr
immer mehr Präsenzunterricht stattfinden wird und dann da immer mehr Kollegen in der Schule rumhängen müssen. Wir haben ja gar nicht die Arbeitsplätze dafür, dass da Leute, also ich meine, solange die Schule noch so leer ist, ist ja relativ entspannt so, aber... Ja, wir haben auf jeden Fall mehr Lehrkräfte als Räume, ne? Also dementsprechend, wie wir das, wie das schon schwierig werden. Schlussendlich logistisch gelöst werden soll. Ja, ich habe heute auf jeden Fall auch schon mehrere Kollegen und Kolleginnen hier gesehen, auch schon mit manchen gesprochen. Ja, direkt in dem Raum neben meinem Raum, wo ich heute saß, ich habe mir also einen tollen Raum ergattert, wo auch eine Webcam hängt, das fand ich ganz praktisch. Neben mir war auch noch eine Kollegin, die dann auch dort war, aber die hatte weder ein Headset. Also das heißt, sie hat nicht den Unterricht über Headset oder Mikrofon gemacht, sondern halt direkt über ihr iPad und dann dazu auch noch ihre Tür offen gelassen. Das heißt, du konntest über den Flur hören, wie sie da in ihr iPad reinschreit. Das war auf jeden Fall auch. Und die Rückkopplung dazu wahrscheinlich auch noch. Ja, sie ja. Könnt ihr mich hören? Ach ja. Und kam immer wieder zwischendurch in meinen Unterricht rein. Hör mal, das Internet ist weg. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Und die Schüler antworten auch über das iPad. Nee, sie sind nicht rausgeflogen. Sie sind noch da. Okay. Sagt doch keiner was. Sagt einfach nur keiner was. Ja, boah. Aber ich hatte heute, also heute im Sinne von Aufnahmetag, eine Konferenz, also eine digitale Konferenz, aber nicht über Teams, sondern, weil es eine IOK-Konferenz war, über dieses iSurf. Mhm. Alter, das Ding ist auch so eine Katastrophe, ne? Was ist das? Ist das? Also ich habe mich ja ganz am Anfang mal über die Bedienerunfreundlichkeit von Microsoft OneNote aufgeregt, weil es ja für ein Microsoft-Produkt auch echt bedienerunfreundlich ist, ne? Ja. Aber dann habe ich gesehen, wie da dieses iSurf zusammengeschustert ist, ne? Also ohne Scheiß, du gehst auf diese Seite, ne? Auf diese Seite und bis du von da aus da bist, dass du an der Konferenz teilnehmen musst, brauchst du ungelogen 15 Klicks. Wow. Weil das alles in so 6 Milliarden sinnfreien Alter. Oh, da denke ich mir noch, scheiß auf Datenschutz, ey. Und der Grund, warum man das verwendet, ist, dass das irgendwie datenschutzrechtlich besser ist, oder was? Vermute ich mal, ja. Warum? Nichts Genaues weiß ich nicht, habe ich mich jetzt auch nicht so reingefuchst, aber gehe ich von aus, das ist ja irgendwie auch eins der intern entwickelten Sachen, deswegen. Dann kann das ja nichts sein. Ja, genau, also ist es halt in dem Sinne datensicher, weil da halt nichts funktioniert, ne? Also, weil du da gar keine Daten verteilen kannst. Also irgendwie ganz am Anfang war es halt irgendwie so, dann hat die Schule da versucht, halt so eine Lehrerkonferenz zu machen, ist halt sofort der Server abgeschmiert. Ja. Weil sobald da mehr als 3 Leute teilnehmen, ist halt nichts. Aber naja. Ja, aber die Schüler wurden nicht gefragt, ob sie jetzt wieder kommen wollen. Ich habe beschlossen, ich reg mich über so einen Kram einfach nicht mehr auf. Dann dauert es halt länger, ist es halt irgendwie nicht möglich oder muss man einfach abwarten. Das wird schon irgendwie gehen. Genau, einfach ja, die Schüler wurden nicht gefragt und manche Schüler haben sich ja auch durchaus lautstark aufgeregt. Ich dachte schon so ein bisschen an den hessischen Landboten oder auch an den Ballhausschwur in der Französischen Revolution, sodass jetzt so richtig die Rebellion losbricht. Aber wir sind immer noch in Deutschland. Ja. Ja, aber überleg mal, das wäre doch jetzt. Also überleg mal, wie krass das gewesen wäre, wenn die Schüler jetzt einfach wirklich deckenflächend gesagt hätten, nö, machen wir nicht. Ja. Das ist alles ein Haufen Scheiße, das Hygienekonzept gibt es nicht, ich habe keinen Bock mehr, Corona zu... Also ich pimmel doch nicht die ganze Zeit alleine zu Hause, damit ich mir in der Schule Corona und ich komme nicht, so. Ja. Und einfach mal alle. Stell dir vor, es wäre Schule und keiner geht hin. Unvorstellbar. Folgentitel. Ja. Kein schlechter Folgentitel, lass uns den mal merken. So, ist ein bisschen lang, aber kriegen wir hin. Und mit merken meinst du, ich soll mir den mal aufschreiben. Ja, hast du da irgendwie so Stift und Papier? Ich sitze hier in unserem Tonstudio hier und. Vielleicht hört man das, ich kratze mal so ein bisschen. Ja. Ich mag das Geräusch. Ich schreibe auch sehr gerne mit Bleistift. Ja, aber tatsächlich haben manche von meinen Schülern. In diesem Fall tatsächlich nur die Schüler, vor allem gesagt, dass sie eigentlich ganz gerne wiederkommen würden. Und dass sie eigentlich jetzt langsam keine Lust mehr haben auf diesen Online-Unterricht. Gerade als Abschlussklasse hätten sie jetzt eigentlich ganz gerne es gehabt, dass sie jetzt wiederkommen dürfen. Und dann wurde ja eigentlich nur von unserer obersten Heeresleitung entschieden, dass auch die Abschlussklassen nicht kommen müssen. Ne? Ja. Dürfen. Oder nicht kommen dürfen, ja.
Ja, also den Eindruck hätte ich jetzt tendenziell auch, dass die Schüler, so scheiße Schule halt insgesamt ist, doch Bock hätten, also wahrscheinlich nicht wegen Schule, sondern vor allen Dingen auch, weil man dann da ist legal ja auch Leute sehen kann. Ja, total. Ja. Ich habe mich ja auch heute gefreut, und ein, zwei Worte mal mit manchen Leuten zu wechseln. Also das war schon ganz nett. Ja. So face to face, ne? Ja. Sonst rede ich ja nur noch mit dir und mit meinen Katzen. Das ist irgendwie auch nicht so der wahre Jakob. Also meine Katzen schon, aber du langweilst mich. Was antworten die so, die Katzen? So. Bist du denn schon, also du mit den Katzen redest du dann tatsächlich? Ja. Also mehr als nur, geh da weg, also so Katzenbefehle? Ja, so, ja, doch schon. Ich rede schon mit denen, ja. Garfield, wie geht's dir? Boah, mein Tag war scheiße. Und ja, doch. Was machst du also denn da? Also du bist kurz davor, dir so einen Volleyball dahin zu stellen. Mit so einem Palmenwedel. Watson. Ja, so ein bisschen ist das auch so, ja. Da fängt der Lagerkoller an, ja. Mhm. Ja, man kann, glaube ich, schwer einschätzen, was besser ist. Ne? Weil ich meine, klar, ich habe Leute zu Hause, mit denen ich reden kann. Aber die sind dann halt auch immer da. Ne? Also den kann man dann auch nicht mal zur Not so richtig gut aus dem Weg gehen. Ja. Ne? Von das ist das Schöne auch am Online-Unterricht. Du kannst dann Leuten, die dir auf die Nerven gehen, einfach muten. So, blip, weg. Ja. Ich hörte der wird jetzt massiv boykottiert und gestört von Schülern irgendwie. Genau, boykottiert nicht, aber die hacken sich dann da so rein in Fremdunterricht und kicken dann da Leute raus. Kicken Leute raus und teilen irgendwelche Pornos und so, ne? Also, ja. Hört ich schon. Da stelle ich mir auch schon wieder vor, stell dir mal vor, das wird halt so im Präsenzunterricht passieren. Geht einfach so die Tür auf, zwei Schüler kommen rein, der eine hält so ein Porn in der Hand und der andere tritt jemand aus dem Fenster. Ja. Eigentlich auch schon ein Meme. Ja, wenn ich irgendwie Fähigkeiten hätte, Memes zu zaubern, dann sollte man das mal machen. Ansonsten hier Aufruf an die Community, die tatsächlich existiert. Wir haben Nachrichten bekommen. So. Nette sogar. Nette Nachrichten. Na, die Verbindung war gerade kurz weg. Wir haben Nachrichten bekommen und so. Zum Beispiel über unsere letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Genau. Das fand ich auch eine wirklich tolle Folge. Also, muss man sagen. Wer sie noch nicht gehört hat. Sehr gut, ja. Ja. Hört sie euch nochmal an. Das Interview mit Marc Hoffmann war auf jeden Fall ein richtig nettes Gespräch, fand ich. Und ich war am Anfang ein bisschen nervös, weil es ja auch durchaus ein Promi war und so. Aber doch. War echt, und auch, dass er sich auf, so unser, auf unser Konzept und so eingelassen hat, war echt gut. Kam auch gut an. Also wir haben Zuschriften bekommen, dass das eine gelungene Abwechslung war. Was ja auch ein Euphemismus ist für, ja, sonst langweilt ihr uns. Ja, ich hoffe, dass es nicht so. Also ist ja klar, also wenn man mal ein bisschen Abwechslung reinbringt ab und zu, dann lockert das Ganze natürlich auf jeden Fall auch ein bisschen auf. Wir werden mal gucken. Also wie gesagt, die kam ja auf uns zu und dementsprechend, wenn mal wieder jemand also genau, auf uns zukommt. Also genau, wenn ihr irgendwelche Bücher geschrieben habt und die beworben haben wollt oder mit uns darüber quatschen wollt, kommt alle ran. Beworben. Sprechen wir mal alle. Ja. Ja. Ja, es gibt mega interessante und krasse Nachrichten. Und zwar es kommt ja ein Diablo 2 Remake raus. Boah. Oder nicht Remake, sondern Remaster. So. Also, ja, Remake klar. Ist ja, wenn sie den Inhalt noch verändern auch, und Remaster ist, wenn sie das nicht tun. Und, also was ja schon spannend genug ist, aber das kommt auch noch für die Switch raus. Cool, ja. Ja. Die Switch entpuppt sich irgendwie zu einer Plattform für tatsächlich irgendwie alte Spiele neu aufgelebt, oder? Ja, ich glaube, die programmieren einfach nichts. Also eigentlich ist das ein richtiges Armutszeugnis, weil so Switch Originals gibt es halt wirklich eine Handvoll, so mehr oder weniger. Die recyceln einfach alles, ne? So richtig schlecht. Aber das ist ja was Schönes, dass das recycelt wird. Und das hat nämlich folgende Vorteile. Also einerseits fände ich es witzig, wenn man das mit diesem Ring-Fit steuern könnte. das wäre sehr unterhaltsam. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber liebe Leute bei Blizzard, denkt da mal drüber nach. Mhm. Die Idee schenke ich euch, gern geschehen.
Und der entscheidende, also der großartige Vorteil daran ist, dann kann ich das schön so abends auf der Couch im Handheld-Modus halt zocken. Und da habe ich eigentlich schon Bock drauf. Ja, weil das Diablo 2 war eigentlich schon echt das beste Diablo. Das ist auch echt eine gute Sache an der Switch. Also deswegen liebäugle ich auch manchmal noch damit, mir eine zuzulegen, weil man dann auch in der Bahn oder so einfach mal spielen könnte und so, ne? Und wenn man irgendwo wartet, dann muss man keine blöden Handyspiele spielen oder schon zum 25.063. Mal da auf Instagram schauen, wie man das so kennt. Handy gerade ausgemacht, Handy wieder angemacht, auf Instagram gucken, so, gucken, scroll, 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 wieder nach oben, scroll, 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 ausmachen, wegstecken, wieder hoch. Ja, dann hätte man was anderes zu tun. Ja, ich habe tatsächlich Diablo nie so richtig viel gespielt. Ab und zu mal, aber ich war nicht so der große Diablo-Spieler tatsächlich. Aber du kannst ja vielleicht dann, wenn das dann rauskommt, dazu mal eine Hausaufgabe machen. Aber sofort von. Ja. Ja. Und bis dahin musst du das dann eigentlich auf, da musst du das zügig nachholen, damit wir dann da mal fachsimpeln können, weil das Das würde ich dafür tatsächlich tun, ja. 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 Ich sehe auch, dass ich da durchaus einen blinden oder zumindest nicht vielleicht blinden Fleck, aber zumindest einen grauen Star habe in meiner Computerspiel-Gaming-Karriere. Biografie. Ja. Ja. Jetzt wollte ich gerade noch was. Ach ja, genau. Man könnte natürlich in dieser Situation auch ein Buch lesen. Das tue ich auch gerade, ja. Ich habe angefangen, das neue Ken Follett-Buch zu lesen und das wird ein bisschen dauern. Das ist wieder ich bin dabei, mir anzugewöhnen, jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen mehr zu lesen. Ich hatte ja irgendwann mal schon mal so halbwegs Besserung. Und jetzt mache ich das einfach immer so. Ist eigentlich total schlau. Wenn man so abends den Fernseher irgendwie ausgemacht hat und dann runter, also in unserem Fall runter ins Bett geht oder einfach ins Bett geht, dann sich dann nicht so, man braucht ja dann eigentlich eh immer noch so ein bisschen, um so runterzukommen und liegt dann da sonst so im Dunkeln irgendwie rum, sage ich jetzt mal. Und jetzt habe ich mir einfach angewohnt, dann eben das kleine Nachtlicht noch anzulassen und dann, wenn das dann nur 5 Seiten oder so sind, aber einfach ein Buch auf dem Nachttisch, dass man da ein bisschen vorankommt. Finde ich eigentlich auch eine gute Sache. Habe ich jetzt auch in letzter Zeit häufiger gemacht. Dafür muss man aber erstmal wieder ein Buch haben, wo man auch schon ein bisschen reingekommen ist. Weil sonst denkt man sich immer, da habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Ja, ich habe ja immer, seit 100 Jahren immer noch hier dieses Utopie für Realisten da liegen und hatte das so halb durch in dem Urlaub, wo ich es mit hatte. Und dann lag es da rum und da acker ich mich jetzt gerade durch. Ist natürlich jetzt vielleicht nicht so die allerbeste Einschlafkost, aber geht schon. Ja, ich bin ja nicht so der große Sachbuch-Fan. Ich lese dann doch lieber Fiktion. Dann drunter, ich habe so einen kleinen Bücherstapel da, nämlich bestehen aus 2 Büchern, der in erster Linie dafür da ist, meinen Wecker auf eine erhöhte Position zu bringen. Und unter Utopien für Realisten liegt aber dann auch direkt Karl Marx, das Kapital. Das ist also dann das nächste Projekt. Schön abends zum Einschlafen. Das ist aber dann durchaus eine Utopie für nicht mehr für Realisten. Ja, ich habe es auch schon mal, also das habe ich tatsächlich auch schon mal angefangen. Das ist ja tatsächlich ein wirtschaftswissenschaftliches Buch. Also ich habe auch auf den ersten 3 Seiten gar nichts verstanden. Ja. Und auf Seite 4 kam die erste Formel, habe ich direkt zugemacht. Aber keine Ahnung, da wollte ich noch mal irgendwo rein. Irgendwo muss da ja mal eine Stelle sein, wo sich irgendwelche Proletarier auch mal vereinigen sollen. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich lese dann lieber doch Fiktion. Wie gesagt, dann jetzt den neuen Ken Follett. Der heißt auf Deutsch, glaube ich, einfach Kingsbridge. Ist der Vorgänger von diesem Säulen der Erde. Was ja sehr bekannt ist. Und es heißt auf Englisch The Evening and the Morning. Ja, und spielt so im Jahr 997, so um das Jahrtausend rum. Und halt auch genau dort, wo halt auch die anderen Bücher dieser Reihe spielen. Und es geht halt so um Wikinger und so und Engländer und Anglosachsen und wie heißt hier? Angelsachsen auf Deutsch, genau. Ja, aber das Buch hat irgendwie 1000 Seiten und dementsprechend wird das ein bisschen dauern. Warte, ich guck mal kurz, ich habe das hier gerade dabei. Es dient gerade als Unterlage für mein iPad. Es hat 817 Seiten, ja. Das ist aber sehr sportlich auf 1000 gerundet. Ja, aber auf Englisch, ne?
Aber auf Englisch. Die zählen doppelt. Ja, dass dein Buch eine Unterlage für dein iPad ist, ist eigentlich auch ein Bild für unsere Zeit, oder? Total, ja. Wow. Kann man auch ein Meme rausmachen. Aber wo so, unsere Zeit, ist es momentan eine geile Zeit. Wir haben geiles Wetter. So, lass uns mal über das Wetter reden. Was ist denn da, was geht denn da? Ja, lass uns mal über das Wetter reden. Ist doch super, an oder? Der Stelle nicht Social Media Aufreger der Woche, sondern Social Media der Lacher der Woche von unserem guten Freund El Hotzo. Mhm. Über 20 Grad im Februar oder 20 Grad im Februar geil finden, ist so ein bisschen wie Fleisch essen. Kann man nur machen, wenn man völlig ausblendet, was dafür passieren musste oder irgendwie so sinngemäß. Ist richtig, ja. Habe ich auch gelesen, musste ich auch kurz drüber nachdenken, aber ich finde es halt trotzdem geil. Also, ich habe eiskalt ausgeblendet. Ich war sowas von draußen am Wochenende. Ich finde es aber auch irgendwie unfair so langsam. Also letzte Woche war noch total arktische Kälte und absoluter Schnee, sibirische Verhältnisse. Da wurde dann immer gesagt mit dem erhobenen Zeigefinger, ja, das ist aber Wetter, das hat nichts mit dem Klima zu tun. Das Klima erwärmt sich trotzdem. Jetzt ist es warm in dieser Woche, da sagen alle, ja, seht ihr, das ist viel zu warm für Februar. Es darf gar nicht sein. Man darf sich über nichts mehr freuen. So, weil alles irgendwie dann doch immer noch mit ganz großen Sachen zusammenhängt und das ist doch alles Mist. Ja, ich habe es auch voll ausgeblendet. Ja. Der Moment, wo es mir so ein bisschen komisch vorkam, war, als ich dann so das erste Mal im T-Shirt auf der Terrasse stand und mein Blick so nach rechts schwenkte und da noch der Schlitten stand. Also wir stehen einfach noch auf der Terrasse von letzter Woche. Und dann ist so, ja, okay. Da ist passt. Irgendwas komisch. Ja. Leichte Bildschere so. Ja, ich habe aber auch die Gelegenheit genutzt, mich direkt erstmal wie so ein bekloppten Fahrrad gefahren am Wochenende. Einmal nach Ebenbüren hochgeballert und wieder zurück. War eben so 80 Kilometer abgerissen. Das habe ich dann auch gemerkt. Vor allem habe ich gemerkt, dass der Hinweg, dass ich auf dem Hinweg nicht nur so schnell war, weil ich so unglaublich euphorisch war wegen des Wetters, sondern warum... Weil es da bergab ging. Ja, und weil ich krassen Rückenwind hatte auf dem Hinweg. Und dann bin ich zurückgefahren und hatte krassen Gegenwind. Das war echt so hart. Aber ich habe es geschafft. Ich bin gut wieder zurückgekommen. Ja, ja, sonst wäre es ja jetzt auch nicht hier. Ne? Ja, genau. Dann wäre ich immer noch in diesem komischen Ebenbüren da. Ist auch nicht so eine schöne Stadt. Aber ist ganz gut von Münster aus mit dem Fahrrad zu erreichen, hin und zurück. Fand ich einfach toll, dass es einfach mal wieder möglich war. Ja, und auf dem Balkon ein bisschen sitzen und lesen und solche Sachen. Das, beflügelt. Ich finde, jetzt kann auch so langsam da, Frühling werden. Wo du da hingefahren bist? Hm? Wo bist du hingefahren? Ich habe den Ort nicht verstanden. Ebenbüren. Was gibt's da? Nix. Ebenbüren also ist auch. Warum bist du da hingefahren und nicht irgendwo anders hin? Weil das ein Ort ist, der. Ich glaube, nichts geht weiter nördlich noch in Nordrhein-Westfalen von Münster aus als das. Wenn man ein Stückchen weiter nach Osten fährt, dann ist man schon in Osnabrück. Außerdem ist auf dem Weg dahin ein kleiner Berg, die Dörenter Klippen. Da fährt man einmal so rauf und wieder runter. Das ist halt auch ganz nett. Dann nochmal fürs Fahrradfahren. Achso, da wolltest du dir doch noch schnell das gepunktete Trikot abholen und dann. Genau, ja. Ebenbüren ist auch eine ehemalige Bergbaustadt. Und da ich ja so ein bisschen auch das Ruhrgebiet vermisse, vielleicht bin ich deswegen dahin gefahren. Okay. Akzeptiert die Antwort. Apropos Aufreger der Woche, du hattest ja gerade schon den Social Media Fun der Woche oder so genannt. Ich habe was in der Zeitung gelesen, aber natürlich dann auch in den Online-Medien, was mich mega, was ich mega witzig fand. Nämlich, dass jetzt das Landesministerium für Bildung sich auch nochmal was Tolles überlegt hat, um auch den Online-Unterricht weiter attraktiv zu gestalten und auch die höchstmögliche Bildung für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, gibt es nämlich jetzt ein 3-Jahres-Abo für die Online-Ausgabe des Brockhaus. Ich habe es auch gelesen. Für bodenlose 2,6 Millionen Euro. Ja. Könnte man auch einfach der Wikipedia spenden, dann können die 5 Jahre alles am Kacken halten da. Ja.
Okay, aber ja. Irgendein Ministerium hat viel zu viel Geld für Unfug ausgegeben, ist ja eigentlich der Kern der Nachricht. Und das ist eigentlich keine Nachricht, weil das passiert ja irgendwo am laufenden Band. Am laufenden Band, genau. Wahrscheinlich ein Vorschlag von Andi Scheuer. Ja, am laufenden Band passt auch ganz gut zum Brockhaus, ja. Ach Gott, nee, das ist doch alles nix. Da stehen bestimmt tolle Sachen drin und so, das wird bestimmt doch alles irgendwie, aber Wikipedia ist echt gut. Und das kann man auch einfach mal nutzen, so. Für Nöppes. Für Nöppes und für... Und ich sag mal so, dass der Online-Unterricht an einigen Stellen nicht gut funktioniert, hat, glaube ich, nicht ganz so viel damit zu tun, dass die SchülerInnen nicht ein geeignetes Recherchemedium haben. Das ist richtig. Es würde, glaube ich, niemand diesen Online-Zugang für den Brockhaus benutzen, wenn die Aufgabe ist, was soll das überhaupt für eine Aufgabe sein? Das ist doch überhaupt nicht kompetenzorientiert. Was soll man denn da nachschlagen? Also, ja. Die Aufgabe muss halt schon sein, recherchieren Sie, aber benutzen Sie nicht Wikipedia. Dann könnte es dazu führen, dass aus Versehen jemand sich erinnert, dass es da den gibt. Aber, ach komm. Ja, ach lass, komm, ist egal. Lass ich denken. Wollen wir noch über den Mars Rover reden? Wie viel? 2,4 Millionen? 2,6, ja. Ja, ist jetzt auch nicht so viel. Ist auch nicht so viel. Also, aber hier Dings, Schulbücher fürs iPad ist zu teuer, habe ich gehört. Ja, und Laptops kriege ich auch nicht. Ja, sowieso nicht. Dann wird nichts mehr. Ja. Wollen wir noch über den Mars Rover reden? Ich bin totaler Fan von diesem Mars Rover. Ich verfolge das mit sehr viel Freude. Ja, Perseverance. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist irgendwie, der Mars ist der einzige Planet, wo nur der nur von Robotern bewohnt ist oder irgendwie so. Ja. Also man könnte einerseits sagen, eigentlich wäre das eine gute Überleitung gewesen, apropos rausgeschmissenes Geld oder so, ne? Aber ich bin ja immer total begeistert von sowas, wenn da sowas passiert. Ich war auch, dann haben sie ja 3 Bilder veröffentlicht, die dieses Ding gemacht hat, total verschwommen und so wie immer. Aber ey, ich finde das so toll, dass auf einmal sieht man da Bilder von einem anderen, also von der Oberfläche eines anderen Planeten, wo etwas Menschengemachtes hochgeschickt wurde und hingeschickt wurde. Und das ist, fährt da jetzt rum. Ich meine, da ist nichts, aber es fährt da halt rum und macht Fotos. Ist das nicht toll? Also, wenn ich allein zu Hause bin, auch vor allem am Wochenende, dann gucke ich auch immer Leschs Kosmos. Da gibt es in der ZDF-Mediathek immer ganz viele, auch kleine Folgen, so 10 Minuten lang. Da erklärt er immer so, wie der Urknall zustande gekommen ist oder wie groß ein Atomkern im Vergleich zur Allianz Arena ist oder sowas. Ich bin da ja immer begeistert von. Ich finde das immer schön, Astronomie auch so erklärt zu bekommen, dass man dabei nichts rechnen muss. Grundsätzlich findest du alles schön, erklärt zu bekommen, wo man nichts rechnen muss. Ne? Mhm, ja. Ja, das war die natürlichste und beste Überleitung zur mündlichen Prüfung, die ich mir hätte wünschen können. Auch wenn ich gar keine Ahnung von irgendwelchen Mars-Robotern habe. Aber die mündliche Prüfung heißt nämlich heute Vorsprung durch Technik. Und würde ich sagen, machen wir die nämlich jetzt dann an der Stelle auch direkt einmal. Ja. Und zwar, es geht so ein bisschen, also Technik ist jetzt hier doch recht weit gefasst. Also es muss jetzt nicht nur so Digitalisierungskram sein, aber darf es auch sein. Und ob du das auf Arbeit oder Privatleben beziehst, die Fragen, soll auch dir überlassen sein. Darfst auch gerne zu vielleicht beiden Kategorien was sagen oder wie auch immer. Wir fangen an. Und zwar, welche technische Errungenschaft war in letzter Zeit für dich der größte Gamechanger? Also was du dir gekauft hast oder benutzt jetzt und denkst, wie konnte ich vorher ohne das auskommen? Ach so, also ein Produkt, ein technisches Produkt, was ich besitze, was mein Leben bereichert. Mhm. Ja. Überlegen. Also erst einmal, vielleicht etwas fällt mir gerade ein, was mein Leben nicht unbedingt bereichert, was aber auch ein technisches Produkt ist, ist dieses Stativ hier, was ich mir gekauft habe, worüber ich gerade hier auch mein Handy eingespannt habe, mit dem ich dich gerade betrachte. Das war auch so eine Quarantäne-Geschichte. Das ist so ein Gimbal-Stativ von dieser Marke, die auch so Drohnen herstellt. Und
ganz ehrlich, ich brauche das Teil überhaupt nicht. Ich benutze das wirklich gerade nur als Stativ für ein Mikrofon, für ein Handy. Und das könnte eigentlich so viel mehr, aber ich mache halt gar keine Videos oder sowas. Ich hatte mir immer schon ausgemalt, boah, das wird toll, ich mache dann damit ganz viele coole Videos und dann kann man das so kippen. Ich glaube, ich habe das 3-mal verwendet bis jetzt, um damit irgendwelche Videos aufzunehmen. Aber es sieht ganz cool aus. Ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass das irgendwie auch nochmal so mein Leben bereichert. Aber ich glaube, damit kommen wir dazu, ich glaube, das ist tatsächlich dann doch meine Drohne. Also das ist durchaus ein Gamechanger auch in vielerlei Hinsicht. Ich hatte das ja schon in irgendwelchen früheren Podcasts angesprochen, dass ich da so ein bisschen so ein Faible für habe. Und das ist, ich habe da ja mit, besitze ja mittlerweile schon das dritte Produkt in dieser Art. Und das macht schon Spaß. Das ist schon super. Das ist vor allem auch so viel geile Technik in einem, wo man gar nicht mehr checkt, was da eigentlich abgeht. Allein schon diese Software, was da alles so passiert, auch mit diesen Abstandssensoren und so. Ich war jetzt letztens nochmal kurz draußen, habe ein paar Aufnahmen gemacht. Das ist so genial, was dabei zustande kommt. Und das ist echt was Cooles. Und hat natürlich nicht nur mein Privatleben bereichert, sondern auch mein Arbeitsleben, würde ich sagen, weil es wurde dann ja auch hier an der Schule so eine Drohnen-AG ins Leben gerufen, weil irgendwer spitz gekriegt hat, dass ich da irgendwie so Bock drauf habe. Und das hat ja auch schon für einige coole Aufnahmen auch so von so Schulaktivitäten geführt. Dementsprechend, ja, ist es das. Mhm. Boah, cool. Lange Antwort. Bei mir ist es eine Anschaffung, die ich jetzt zum Beginn des letzten Winters sozusagen gemacht habe. Und zwar haben wir uns so programmierbare und per Handy-App steuerbare Heizungsthermostate zugelegt. Und ich meine, wenn es nach mir geht, ist die Einstellung jeder Heizung einfach aus, aber das funktioniert halt nicht. Und also so Heizungen so händisch einstellen. Also verstehe ich nicht mehr, warum das Leute machen. Oh, mir ist jetzt kalt, dann mache ich die jetzt mal an, damit mir in einer Stunde oder so nicht mehr kalt ist. Nö, das ist halt einfach so, wenn ich morgens um 6 im Bad sein muss, dann soll da bitte warm sein. Und um 7, wenn ich da raus bin, halt dann nicht mehr. Eigentlich total sinnvoll, ja. Ganz schön gut. Ist so in der Erstanschaffung gerade, wenn du halt alles einmal ausrüsten muss, eben nicht ganz billig irgendwie. Aber angeblich spart man dadurch dann hinten raus auch Heizkosten. Ich meine, das sehe ich jetzt noch nicht. Ist das dann auch so ein Elektromotor, der dann über die App gesteuert wird und dann eben an dem Ding noch dreht? Ja, genau. Also man hört tatsächlich, also im Prinzip ist da halt, also du drehst das händische Ding ab und das Ding dann drauf und das gesteuert wird zur Heizung mit so einem Ventilpin. Ah ja. Und in dem Thermostat ist dann halt auch so ein Pin und dann hörst du halt auch, wenn es wärmer macht, so wie der dann halt das Ding da reindrückt oder rausfährt. Ja. Alles wegen Thomas Davenport und seinem Elektromotor, ne? Ja, genau. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, ich finde sowas eigentlich auch ganz cool, aber ich habe in meiner Wohnung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Heizkörper, da kann ich auch noch so dran rumdrehen. Also irgendwie. Ja, genau, aber dann ist halt wieder so, denkt man, kann man, aber kann man eigentlich nicht. Wenn man einmal dann so ein Gimmick hat, dann denkt man sich so, was? Ja, aber das mit dem Bad ist sinnvoll, weil ich mache natürlich. Das Ding ist halt, abends, wenn du das dann hast, da kannst du halt dann auch noch so noch mehr Scheiß kaufen halt, wo ich jetzt natürlich auch schon wieder denke, ja, braucht man nicht, aber ich sehe schon, komm, das wird so kontinuierlich. Wird so die Wohnung gesmart-homed in günstig oder ich finde ja sowas eigentlich auch ziemlich geil. Mein Vater ist da auch großer Fan von, Shoutout an dieser Stelle. Und der hat auch so seine Wohnung hier mit diesem Tier-Home komplett so ausgestattet oder sein ganzes Haus. Und das ist ganz witzig, weil der hat mir irgendwann letztens auch die App, also den Zugang zu seiner App auch gegeben, damit ich da halt auch mal. wenn die mal im Urlaub sind, irgendwas einstellen kann und so. Ja, und aber der hat das halt mir das Passwort halt nie wieder weggenommen. Das heißt, ich saß letztens so zu Hause und fühlte mich wie so ein extrem egal. Rollade hoch, Rollade runter. Und dann Licht an, Licht aus, im Wohnzimmer an, aus. Ja, das ist mega. Ich glaube, ich habe das Passwort immer noch. Ich muss das einfach mal wieder machen. Das erinnert mich an Abschlussfahrt von der 10. Klasse, die wir gemacht haben. Da waren wir in Holland in so einem Bungalowpark, also so Centerparks für billig halt. Und da haben wir rausgefunden, dass aus welchen Gründen auch immer man mit der Fernbedienung vom Fernseher
einfach faktisch alle Fernseher in diesen Bungalows steuern konnte. Und dann sind wir halt so nachts natürlich mit dem Ding so rumgelaufen, und haben so überall Fernseher an und aus und umgeschaltet und keine Ahnung. Das war schon echt witzig. Ja. Ja. Zweite Frage. Hm. Ja. Wir machen mal hier ein bisschen weiter, bevor uns hier völlig verlieren. Die zweite Frage hast du vielleicht ein Stück weit schon beantwortet. Die zweite Frage wäre nämlich gewesen, was war der größte Fehlkauf so im Technikbereich in der letzten Zeit? Hm. Ja, das... Ich will eigentlich nicht sagen, dass das dieses Stativ war, weil ich mich ja irgendwie auch darüber gefreut habe, aber ich glaube, es war das dann doch. Also ist leider so. Also ich habe letztens auch einen Dreifachstecker gekauft, der alle Enden hat. Also einerseits Lightning, mhm, andererseits USB-C und Micro-USB und dann über einen Stecker kann es alle drei Dinge laden. Es ist natürlich sofort kaputt gegangen, aber das war halt auch nicht so eine Investition. Es war halt nur ein Kabel. Deswegen, ich glaube, der Fehlkauf war dann doch dieses Gimbal-Teil hier, weil ich es einfach nicht brauche. Ich habe es einfach nur gekauft, weil ich ab und zu mal gerne neue Teile kaufe. Ich bin da ja irgendwie auch weiß auch nicht, was ich da bin. Ich freue mich da halt immer total drüber. Und dann, wie so ein Schneekönig, mache ich auch so an. Ich könnte auch echt so Unboxing-Videos machen, weil ich mich da richtig freue, wenn ich dann so aus den Packungen das raushole und das erstmal anschaue. So wie mit diesem Mikrofon jetzt hier auch. Ah, das ist so herrlich. Ja, mach doch mal. Wenn du das nächste Mal dir ein Gimmick kaufst, machst du mal dann ein Unboxing, machst halt in die Insta-Story, Hashtag dann, Folge 53 oder was, und dann. Und dann mache ich das auch auf unseren YouTube-Kanal, denn man kann es jetzt auch über YouTube hören. Genau. Und vielleicht auch mal irgendwann sehen. Mal größter Game-Changer, wir sind jetzt Podigy Pro. Oder was? Podigy Advanced. Heißt es Pro? Advanced. Advanced. Ja. Advanced. Pro noch nicht. Ja. Pro kommt noch. Ein Level gibt es noch. Wir haben ja in der Deswegen gibt es jetzt Lehrersprechtag auch auf YouTube, nachdem ich ja richtig hart rumgerattet habe, wie völlig sinnlos und behindert es ist, dass ein Podcast auf YouTube erscheint. Gibt's unser da jetzt auch. Zack. So geht's nämlich. Ja, ist auch total sinnlos. Also es läuft dann wirklich so, dass dann da wirklich so ein Video mit unserem Hintergrundbild und dann ist einfach nur diese Amplitude, dass die ganze Zeit rauf und runter geht so. Und ist auch abgestimmt tatsächlich auf den Ton, aber keine Ahnung, wer ist halt für Leute, die zu viel Datenvolumen haben. Ja. Exakt. Wenn du nämlich dann so ein größer Fehlkauf, Handyvertrag mit, weiß ich nicht, 30 GB Datenvolumen, so nach dem Motto, kriegst du nie weg, dann gibst du dir einfach alle Podcasts über YouTube, damit da ein bisschen mehr verbraucht wird. Ja, muss alles raus. Dafür, das ist die Zielgruppe. Für die ganzen Leute mit zu viel Datenvolumen. Ja. Gut, dritte Frage. Wo fühlst du dich so im Technikbereich vielleicht schon so ein bisschen abgehängt? Also was checkst du nicht oder wo denkst du dir, warum gibt's das? Irgendwie so. Ein Stück weit im Bereich Autos, weil ich tatsächlich ein Auto habe, was funktioniert. Das fährt halt. Ich fahre ja diesen kleinen Daimler, so ein Smart. Und da ist halt, eigentlich kann der nicht besonders viel halt. Und was Autos aber schon können, das sieht man ja nur ab und zu mal, wenn man bei irgendwem mal mitfährt, der irgendwie so eine geile Karre hat in dem Sinne. Also mein Onkel zum Beispiel hat irgendwie so einen neuen BMW und der hat immer irgendwie den neuesten BMW. Und da sieht man, das ist unfassbar, was da alles geht. Und also auch hier so verschiedene Fahrmodi da einzustellen. Das Auto fährt auch komplett von selbst. Also der muss nur einmal 200 da einstellen, weil er immer 200 fährt. Und vor allen Dingen innerorts. Immer, überall. Es ist völlig egal. Und das Schöne ist auch, das Auto ist halt auch wie so ein Batmobil, das reagiert auch auf alles. Ne? Also das würde zur Not sogar dafür sorgen, dass alle anderen Autos ausweichen, glaube ich. Also das sendet dann ein Signal und alle Autos fahren zur Seite. Weil wenn er kommt, dann geht's Schaufel vorne raus. Ja, als wir wann war das? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als wir mit dem Sportverein da in Holland waren? Ja, ja. Da waren wir in 0, nix waren wir doch da. Du bist auch mitgefahren, oder? Ja. War schon ein Erlebnis. Ja. Also so ein Nahtoderlebnis zwar, aber... Ja, und dementsprechend, ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen Funktionen nicht so gedacht sind, wie dein Onkel die benutzt. Also
Tempomat auf 200, Spurassistent an und dann hier automatisches Bremsen auf geringste mögliche Empfindlichkeit ist nicht so, wie das gedacht ist. Weil das Problem war einfach immer, wenn auf der linken Spur ein Auto vor uns war, war einfach, das okay, jetzt ist es soweit, das Auto explodiert. Ja, aber auch nicht so, das war wirklich gefühlt jedes Mal einfach eine Vollbremsung auf der Autobahn. Und dann direkt weil danach du dann wieder da irgendwie Vollgas. Von 200 auf 110 runterbremsen musstest oder was? Also, ja. Das war schon. Ja, und was dann ein Erlebnis. Was dann noch alles abgeht in so einem Auto, ne? Also irgendwie diese Gestensteuerung da und so ein Gedöns. Ja. Also das ist alles etwas. Also das Modernste an meinem Auto ist wirklich, der hat ein Tempomat und der hat Bluetooth. Also das ist wirklich alles. So das Autoradio hat Bluetooth, aber noch nicht mal ein Navi eingebaut und sowas. Und dementsprechend, also ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass ich irgendwann so ein hochtechnisch modernes Auto mir zulege. Das ist einfach auch nicht so mein Ding. So. Ja, aber vielleicht fällt mir noch was ein. Sag du mal. Bei mir ist es auf jeden Fall Smartwatch. Also Smartwatch. Ach so, ja. Check ich nicht. Also scheint mir völlig sinnlos zu sein. Irgendwie auch alle Leute, die ich kenne, die eine haben, entweder haben die nach kurzer Zeit wieder verkauft, weil sie auch eingesehen haben, ist Quatsch. Und so ein paar haben halt noch eine, aber also, hat doch, nee, einfach. Hat keine Funktion. Also die einzige Funktion, die so eine Smartwatch vielleicht hat, die im Rahmen von okay ist, ist halt irgendwie, wenn du irgendwie eine Nachricht kriegst, dann eben die Nachricht zu lesen, also Antworten macht ja gar keinen Sinn, aber kurz zu lesen, um so zu entscheiden, ist es wichtig oder nicht vielleicht, und dafür das Handy nicht rausholen zu müssen. Aber ist das 600 Euro oder was so ein Ding kostet wert, sehe ich nicht. Ne? Also weil alle anderen Funktionen sind, macht ja keinen Sinn. Ja, also das ist auch etwas, was mir auch echt gar nicht einleuchtet. Das ist ein gutes Beispiel, ja, finde ich gut. Weil da habe ich auch oft schon gedacht, natürlich, man könnte sich das leisten, man könnte sich das holen, weil es irgendwie geil ist oder so, aber ich brauche es wirklich überhaupt nicht. Ich habe hier meine Casio-Digitaluhr, dieses 80er-Jahre-Vintage-Ding, und das ist meine Smartwatch. Die hat eine Stoppuhr, die hat einen Timer, fertig, so. Und dieses ganze Gedöns da auch, wir hatten ja schon mal über Gamification gesprochen, diese ganzen Tracking-Sachen, die so ein Ding dann hat, ne, Schritte zählen und so. Wenn ich das schon bei manchen Leuten dann immer sehe, wenn sie ihre Insta-Stories posten, so, ich bin jetzt mal wieder Schritte machen, so, weil meine Uhr mir sagt, dass ich jetzt Schritte machen muss. Ey, Alter. Das fettes Schwein nicht mal bewegen sollen. Und dann muss ich das ständig aufladen, meine Uhr, also, und dann hast du noch mehr, was irgendwie so Bluetooth. Elektrosmog, sagte man in den 90er Jahren dazu, da irgendwie produziert. Also, keine Ahnung, brauche ich echt nicht. Nee. Und im Endeffekt ist es eine Uhr, die soll die Zeit anzeigen und mehr noch nicht. Ja. Ja. Das war jetzt schon so ein bisschen so Grumpy Old Man, ne? Ja. Also, das ist eine Zeit anzeigen, ist so wie früher, da ist ein Telefon, da muss ich keine SMS mitschreiben. Aber ist okay. Nee, ja, aber gut, ne, das war's. Ist doch wirklich so, ja. Vorsprung durch Technik, fertig. Ah. So schnell geht mal so eine mündliche Prüfung weg. Ja, ist schön. Also Technik ist auch eigentlich echt was Cooles. Also immer wieder gerne. Das nächste Mal, wenn ich mir irgendein tolles technisches Gerät kaufe, dann mache ich ein Unboxing-Video. Ist hier mit mir als Hausaufgabe aufgegeben. Aber momentan kommt man ja nicht in Saturn rein, also geht nicht. Ja, ich muss mir jetzt demnächst ein neues Headset kaufen, weil meins ist nämlich einfach kaputt gegangen. Ja. Also der Mikrofonteil funktioniert, aber die Kopfhörer funktionieren nicht. Deswegen habe ich jetzt hier gerade so eine Improvisationslösung mit irgendwelchen alten Kopfhörern, so diese ganz normalen In-Ear-Dinger für irgendwie einen MP3-Player oder was weiß ich was, ne? Und ja, das Kabel ist halt deutlich zu kurz, deswegen bin ich hier so richtig gefangen. Ich kann mich kaum bewegen, sitze hier so richtig eingefärbt jetzt. Das nervt mich auf jeden Fall, muss was Neues her. Ja. Und das wird dann aber schön von der Steuer abgesetzt, weil ich natürlich sage, ja, brauche ich für die Arbeit, klarer Fall. Ja, muss für die Arbeit ein 200-Euro Gaming-Headset sein, klar, hallo. Klar. Damit man eben nicht den ganzen Flur damit unterhält, in sein iPad reinzuschreien, um seine SchülerInnen zu adressieren. So ist ja. Ich muss bald nochmal irgendwie mir überlegen, mir ein neues Handy zuzulegen. Noch hält es, aber der Akku wird langsam schwächer. Jetzt ist so langsam die Halbwertszeit auf jeden Fall schon überschritten. Ich habe das jetzt fast 3 Jahre. Mal gucken. Aber ist meine Sache. Wollen wir mal schauen. So, was haben wir denn noch zu besprechen? Ich habe noch einen Klopper der Woche, der geht aber ganz, ganz schnell. So langsam
finden auch nicht mehr so viele Körper der Woche statt, finde ich. Also auch dafür kann der Präsenzunterricht gerne mal wieder zurückkehren. Irgendwie so im Online-Unterricht passiert entweder gar nichts oder halt irgendwas, was Sinn ergibt. Weil da sind ja wenig Meldungen, die dann irgendwie aus Versehen passieren oder irgendwie sowas. Streiche werden auch nicht mehr gespielt. Ach Mann. Ja, genau. Die wenigsten entscheiden sich nämlich so, jetzt mache ich mein Mikrofon an und dann sage ich was Dummes. Exakt. Aber das passiert dann tatsächlich doch schon mal. Also was heißt Dummes? Aber ganz kurz. Ja, der Kapitalismus, der ist ja zum Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Und zwar in Nordengland. In was? In Nordengland. Ja, man kennt es. Ja. Seitdem Nordengland jetzt auch nicht mehr Teil der EU ist, dauert alles ganz schön lange, wenn das von da nach hier verschickt werden muss. Sagst du, da merkte man wieder so ein bisschen, dass das Referat doch einfach nur ein Wikipedia-Ausdruck war. Schön. Ja. Nicht schlecht. Nordengland. Gefällt mir gut, sage ich, glaube ich, jetzt immer. Also man muss schon wissen, wo man den Glottal Stop setzt, an welcher Stelle. Ja, auf jeden Fall. Ah, schön. Aber ich meine, das sage ich ja meinen SchülerInnen dann doch oft, ne? Also nicht im Sinne von, lesen sich das, den Wikipedia-Artikel zumindest vorher einmal durch, bevor sie ihn mir als ihr Referat verkaufen, also das auch, aber wo es ja dann am häufigsten hapert irgendwie, sind ja so Namen. Ne? Und ich meine, ich werde mich da auch des Öfteren irgendwie vertun, gerade wenn das dann irgendwie Namen aus Sprachen sind, die ich halt nicht kann, dann kann man die eben halt nur schwerlich richtig aussprechen. Aber wenn das halt jetzt so ein zentraler Name in dem Referat ist, der da, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 90 Mal vorkommt, dann gucke ich doch mal, in den meisten Fällen kann man doch irgendwie so Aussprache-Sachen, dann höre ich mir das auch einmal an, damit es nicht so mega peinlich wird. Ne? Ja, und dann spreche ich es halt einmal mit und versuche es dann entsprechend dann mir zu merken, wie man es ausspricht. Oder schreibe mir das nochmal lautsprachlich hin oder so. Ich kenne das hier immer mit Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel, ist immer ein schönes Beispiel. Also französisch ist so. Bei mir sehr prominent Antigone. Da gibt es auch Antigone. Diverse Varianten, genau. Das führt uns zur Hausaufgabe. Sehr schöne Überleitung. Vielen Dank, Martin Pieler. Denn. Ich möchte an dieser Stelle mal wieder ein bisschen Musik präsentieren und mal nicht Metal, mal nicht Rock, mal kein Pop oder Hip-Hop, sondern tatsächlich mal Klavierkabarettmusik von Bodo Wartke. Und Bodo Wartke ist einer meiner absoluten Lieblingsinterpreten. Der ist einfach unfassbar genial. Einerseits schreibt er tolle Texte und kann auch einfach eine Million Instrumente spielen anscheinend. Der schafft auch solche Sachen, auf dem Klavier den Bass zu spielen, dann noch auf dem Cajon den Rhythmus zu haben, dazu noch zu singen und dann noch so Shake-Eier in den Hosenbeinen zu haben, um nochmal einen anderen Rhythmus zu kreieren. Der hat dann diverse gute Alben, die allein schon vom Titel her immer schon ein Gedicht sind. Also zum Beispiel hier, wie ich jetzt hier vorstellen möchte, das Album Achillesferse, aber mit V. Und dementsprechend, hört euch das mal an, da sind auch eigentlich so die größten Hits so drauf. Ist eine gute Sache. Und ich kam da drauf, weil am Wochenende ist er aufgetreten mit dem WDR Funkhausorchester. Das sollte eigentlich eine große Tournee werden. Da wurden halt seine Stücke dann nicht mehr nur auf dem Klavier gespielt, sondern halt als richtiges Orchester arrangiert. Und das war ein tolles Event. Da haben wir uns, also weil auch mein Freundeskreis relativ viele Bodo Wartke ganz toll finden, haben wir uns das dann zusammen auf YouTube angeschaut. Und das war schon toll. Und Ich komme da jetzt als Überleitung drauf, weil der auch zwei Theaterstücke inszeniert hat, nämlich einerseits Ödipus und andererseits auch Antigone. Und das sollte man sich auch nicht entgehen lassen, wenn das nochmal irgendwo läuft. Okay, den hatten wir doch, hattest du dann nicht schon mal irgendwie was von ihm vorgetragen oder? Ich überlege oder das auch so irgendwas mit Balladen oder so. Ist das schon in der Playlist? Irgendwie kommt mir das nämlich, also ich kenne den nicht, aber doch, weil du den schon mal irgendwo hier im Podcast schon mal hattest, meine ich. Oder? Ich meine auch, dass ich ihn schon mal erwähnt habe, aber zumindest nicht als Hausaufgabe. Ich bin extra nochmal alles durchgegangen. So langsam verliert man ja auch den Überblick über die ganzen Hausaufgaben, die wir schon aufgegeben haben.
Auf jeden Fall das Album Bodo Wartke Achillesferse. Also ich zumindest. Ja. Aber das machen die ganz großen Podcasts auch. So ab Folge 60 fangen die einfach wieder von vorne an. Hat ja, boah, gibt wie ja oft, keinen, der durchgehört hat. Ne? Wie oft sich bei Gemischtes Hack jetzt schon wiederholt wurde. Ne? Also eigentlich, ja. Boah. Ja. Eben. Aber heute ist nicht nur die magnetische Folge, sondern auch noch die Durcheinanderfolge, ne? Weil jetzt hast du schon Hausaufgaben gemacht und ich muss noch einen Fußabdruck hinterlassen. Ja, das liegt daran, dass es die magnetische Folge ist, da pappt alles so direkt, ne? So angezogen wegen passt, der Themen, ja, und dann die Überleitung. Ja. Und das ist dann wie so zwei verschieden geladene Teilchen. Ich sehe also, das, wo das hinführt. Ja. Gut, nee, dann würde ich nämlich sagen, hau ich jetzt noch schnell den Fußabdruck raus und dann machen wir hier Baichi Bumbaichi und dann gibt es noch ein Gedicht auch für Ohren, nämlich. Ja, so. Nämlich. Pass auf. Etymologischer Fußabdruck, mal wieder, also meine Frau scheint jetzt so meine neue etymologische Fußabdruck-Quelle zu werden. Letztens beim Spazierengehen, beim familiären Spazierengang sozusagen, inklusive Sohn, meinte sie nämlich, ah, der hat da schon wieder den Schalk im Nacken. Und fragte sie dann direkt am Schluss, wieso sagt man das eigentlich? Und da habe ich natürlich gesagt, ja, hör dir die nächste Folge an, dann wirst du es erfahren. Bis dahin habe ich es recherchiert. Und an der Seite stelle nämlich nochmal direkt ein dicker Rüffel für meine Frau. Die hört nämlich einfach nicht mehr. Schon ganz, die ist richtig weit. Was? Die hängt so in den 30ern oder so fest. Irgendwann hat die das zeitlich nicht mehr so geregelt gekriegt irgendwie. Und dann hört die das einfach nicht nach. Ich bin schwer enttäuscht. Gut, so, Schalk im Nacken. Also, muss man natürlich jetzt so auf zwei Ebenen erklären. Nämlich erstmal müssen wir dem Wort Schalk auf die Schliche kommen sozusagen. Und zwar, ursprünglich verstand man unter einem Schalk einen Knecht oder einen Diener. Das merkt man zum Beispiel noch an dem Wort Marschall, das sich nämlich ableitet. Also ein Marschall ist nämlich ursprünglich jemand, der auf Pferde aufgepasst hat, ne, oder Pferde betreut hat. Und da ist eben Marschall, also Mare für Pferd und Schalk Diener, ne, also Pferdediener. Übertragen dann eben Menschen mit einer knechtischen oder einer boshaften Gesinnung. Also ein Schalk ist zunächst einmal jemand, ein böser Mensch vielleicht so. Und dann diese Wendung Schalk, also wie kommt der Schalk jetzt in den Nacken sozusagen? Da war die Überlegung, dass jemand, der den Schalk im Nacken hat, ist nämlich jemand, der von einem Dämon besessen ist, einem schalkischen Dämon sozusagen. Und der sitzt ihm im Nacken. Das heißt, der Mensch, der von ihm besessen ist, kann ihn nicht sehen. Und dann flüstert der Dämon dem so die bösen Sachen ins Ohr sozusagen. Und der Mensch weiß gar nicht, warum er die bösen Sachen dann sozusagen macht. Fand ich ein ganz schönes Bild. So irgendwie so ein kleiner Imp, der sitzt. Und flüstert immer so böse Sachen an. Ne? Also, ja, toll. Da fehlt dann der Engel auf der anderen Schulter sozusagen. Jo, ja. So ist das mit dem Schalk im Nacken. Ja, ich glaube auch, dass der entsprechend benannte Fußballverein auch von einem Dämon besessen ist und deswegen so kurz davor ist abzusteigen. Vielleicht liegt das auch daran. Möglich, ja. Möglich. Jo, dann Gedicht, kann ich schon mal sagen, heute letzter Teil der dreigliedrigen Mediavistik-Reihe. Das mache ich jetzt aber immer drei zu irgendwas. Ich muss mir schon mal überlegen, was danach kommt. Da nehme ich auch noch jetzt Wünsche an. Ne? Also wenn er irgendwie, wer hat sie nicht, seine Lieblingsepoche? Ja, normalerweise immer. Kommt ja immer so, boah, das Gedicht ist immer so Medium. Oh, das Gedicht, ja. Ich habe keinen Bock auf dieses Gedicht. Ich schlafe mir bei diesem Gedicht immer schon ein. Ich mache immer schon vorher aus. Aber das bleibt bestehen. So. Muss mir vielleicht auch mal thematisch was überlegen. Ist uns völlig egal, aber wie gesagt, schickt mir mal eure Lieblingsepoche, dann suche ich da drei Gedichte zu raus, dann gibt es sie als nächstes. Vielleicht müssen wir auch einfach diese Schülerin da von Marc Hoffmann einfach engagieren, dass die für uns jetzt immer Gedichte schreibt für die Ende der Stunde, weil das kam gut an. Ja, genau, letzter Kommentar, das war nämlich genau das irgendwie so, ne? Das Gedicht finde ich sonst eigentlich immer so mittel, aber das war gut. Ja. Ja, oder unsere lieben und sicherlich auch begabten SchülerInnen. Ne? Ihr könnt auch einfach auch außerhalb von Unterricht einfach schreiben, alles schicken. Wir lesen alles vor. Ja.
Apropos begabte Schülerinnen und Schüler, dazu werde ich dann in der nächsten Folge mal was sagen, weil wir sind ja quasi jetzt schon mitten in der Abmoderation. Aber erinnere mich mal daran, dass ich da noch was zu sagen wollte, denn die haben auch mal wieder was richtig Tolles auf die Beine gestellt. Ich spreche mal wieder von meinem Literaturkurs, also da möchte ich nächste Woche nochmal ein paar Worte zu verlieren. Ja, schreibe ich mir auch gleich auf. Mhm. So. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Außer ihr Präsenzunterricht, dann kommt natürlich zur Schule. Und was ihr auch noch machen dürft, ist bei dem schönen Wetter auch mal rausgehen, auch mal ein bisschen spazieren gehen und einfach mal in den Wald gehen vielleicht und einfach mal so ein paar Sonnenstrahlen so langsam auf die, vielleicht auch einfach mal die Ärmel hochkrempeln, einfach mal so ein bisschen Vitamin D tanken, einfach mal das Gesicht in die Sonne halten und sagen, Scheiße, die Heuschnupfenzeit geht los. Tschüss, bis nächste Woche. Und zu dieser wunderbaren Abmoderation von Alex passt dann vielleicht auch das von mir ausgewählte Gedicht. Es ist nämlich von Walter von der Vogelweide, Unter der Linden. Unter der Linden an der Heide, da unser Zweier Bette was, da mugget ihr finden, schöne Beide, gebrochen Blumen und Gras. Von dem Walde in einem Tal, Tanderedei, schone sank die Nachtigall. Ich kam gegangen zu de Uwe, da wo min Friedel kame eh, da ward ich empfangen, Herr Frohwe, dass ich bin selig immer meh. Kuster mich, voll tunzutund, Tandelei, seht wie rot mir sind im Mund. Da hot er gemachet also rieche von Blumen eine Bettestatt. Das wird noch gelacht in Liche, kummet ihmen dasselbe fatt. Bi den Rosen er wohl mag, Tanderedei merk wohl mit Hubelack. Dat er bi mir läge, wes ihmen nur schamet mich. Was er mit mir pflege, nimmen bewide das, wann er und ich. Und ein kleines Vogelin, Tanderedei, das mock wohl getruwe sie. Rrr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 r